Viele Stunden haben wir jetzt damit verschwendet, diese Dinger zu finden. 6 Stück waren es insgesamt und da vorne ist es endlich das letzte Stück und ich will nicht mehr laden. Ich will jetzt endlich dahin gehen. Let's do this. Phil's Combat ist am Start und GNP ist auch im Hintergrund zumindest dabei. Hallo. Ja. Guten Tag. Oh Gott, und es ist noch nicht einmal eingegraben. Wir können es sofort aktivieren. Yes! Shit is real, ey. Oh fuck, ey. Das war so witzig. Es war halt so witzig. Wir sind die ganze Zeit. Wir haben wirklich Stunden damit verschwendet, diese Kack-Exodus-Teile zu finden. Oh ja. Dann hat uns nur noch eins gefehlt. Und dieses eine, das hat uns so lange Zeit gekostet. Wir sind irgendwie immer nur auf einer Planetenhälfte unterwegs gewesen, weil wir sind nochmal ins All geflogen, haben dann gesehen, irgendwie alle unsere Leuchtfeuer, die wir platziert haben. Waren auf einer Planetenhälfte, ey, so bescheuert. Waren einfach nur auf einer Planetenhälfte. So, und jetzt ist es endlich soweit. Der Aufgang wird gebaut und das wird der epischste Moment aller Zeiten werden. Oh, jetzt die Musik, sie spielt schon. Ja, Mann. Oh Gott, mein Herz pumpt. Mein Herz pumpt, ich merk schon. Achtung, ich steig ein, du weißt Bescheid. Ah, dieser Kackbug. Okay. Und jetzt sind die Schluchtfallen. So, jetzt garantiert nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Es steht uns nichts mehr. Nichts mehr im Wege. Hui! Aua! Ich habe nochmal Fallschaden bekommen. Okay, anschließen. Ey, Wagen, was soll das? Scheiß Dreck, ey. Das ist zu steil. Na! Bleib stehen, Wagen. Ahem, auf ein neues. Ja, Mann. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Ich kann's kaum glauben, es ist soweit. Die Stunde der Wahrheit kommt jetzt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Ich könnte jetzt losschreien, ne? Das ist unfassbar. Was passiert, was passiert, was passiert? Oh mein Gott, es ist soweit. Es ist aktiviert. Und jetzt... Wer? Du. Phil, du darfst zuerst drücken. Wir müssen echt noch zum Erdkern. Scheiß die Wand an. Was? Was heißt das? Das heißt, wir müssen uns mit dem fetten Buggy runter zum Erdkern graben. Als ob! Alter, das wird eine Challenge, Junge, Junge. Warte, darf ich nochmal mir das angucken? Aber ich hoffe, es hat schon was gebracht, dass wir jetzt alle 6 außerhalb aktiviert haben. Ja, es gibt ein Achievement, wenn wir absolut alle haben. Alles für ein Achievement nur. Ja. Das heißt, man beherrscht den ganzen Planeten. Und nee, wer weiß, was es in diesem Erdkern gibt. Okay, es gibt ja bei uns in der Base die Höhle, die schon sehr tief führt. Ja, wahrscheinlich ist das da irgendwie in der Nähe. Wir sind da wahrscheinlich komplett am Rand. Das kann sein. So dass man es eventuell noch tiefer graben könnte. Okay, das ist jetzt sehr interessant. Ich dachte, wir hätten es jetzt geschafft, aber scheinbar doch nicht. Also, wir sind jetzt aktuell auf 3, ich gehe mal schön zu 2. Ich habe nämlich die Animation noch nicht gesehen. Okay, genau, du portest dich mal jetzt. Und ich sehe es mal aus der Third Person. Also aus von außerhalb. Okay. Hui! Das setzt es sich da oben hin. Oh lol, Alter. Alter, das sieht ja ultra geil aus. Du verschwindest einfach in so einer Kugel. Und weg bist du. Dann hab ich das jetzt auch mal gesehen. Cool. Aber Achtung, ich jetzt wieder zurück. Dann spätestens im Video sehen. Ja. Erstmal tanzen darauf. Ah, schade, wir haben's noch nicht ganz. Also der Erdkern, da fehlt uns wohl noch. Vor allem, der sieht ja dann wahrscheinlich komplett anders aus, ne? Das waren jetzt alles so mehr so dreieckige Strukturen. Ja, Strukturen, die einfach außerhalb sind. Wie genau nennt man eigentlich diese Figur nochmal? Das ist keine richtige von diesen Figuren, aber das Ding in der Mitte, das ist so ein 20er-Würfel.
Im Prinzip sind es schon dreieckig, ich weiß, aber... Ja, aber das ist... Eigentlich viele gigantische Dreiecke zusammengelegt. Aber die gesamt einer der Flächen ist nicht ganz dreieckig, sondern eher sechseckig, achteckig. Und das kann man nicht zu zählen. Ja, ich hab die Dinge halt gerade nicht geil. Naja, ich sag mal so, geschafft ist geschafft erstmal. Philipp befährt mich erstmal. Ja. Aber ja, krass. Wir haben jetzt alle sechs aktiviert, außerhalb. Jetzt fehlt nur noch der Erdkern, wo wir einfach... Was ist eine Höhle? Wo wir einfach überhaupt keinen Plan haben, wie wir da rankommen. Das wird interessant. Das wird sehr interessant werden. Das heißt, ich mein, wir werden... Ja. Ja, aber wirklich nur ganz grob, weil ich habe echt keinen Plan, erstens, wie wir da runterkommen. Den Baum, bitte. Und zweitens, wie wir da hinkommen. Hallo, Baum! Wow, ernsthaft? Der Baum schwebt in der Luft. Ah, jetzt. Jetzt ist abgebaut. Seltsamer Baum. Ich hab das ernsthaft geschafft. Phil, ich hab's geschafft. Soll ich wieder fahren? Ja, fahr du mal wieder. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft, im Tutorial das Spiel zu verbuggen. Das ist super. Wow, also ganz ehrlich, wenn es selbst im Tutorial möglich ist, einen Bug zu... Also, ne, dass es verbuggt ist. Das ist nicht schön. Ich hab's halt geschafft, das ist so ein Erz, was ich eigentlich auf den Schmelzofen draufgepackt hab, in den Schmelzofen rein ist. Und achso, ja, das ist, das hat irgendwas mit der Hitbox zu tun. Ja, irgendwie ganz seltsam. Ja, wie gesagt, das ist immer noch der Nächste. Wow, ha. Ja, und gerade mal die erste Version. Ja, zusätzlich noch. Jetzt gerade mal aus der Beta rausgeschafft. Ey. Leute, ich hab's geschafft, auch rauszuschieben. Das ist geil. Warum dauert das nur so ewig? Okay, ganz ehrlich, ich hätte irgendwie was Epischeres erwartet. Ich dachte echt, wir hätten's. Aber nee. Das ist nicht der Fall. Ja, das Epische kommt, wenn wir am Erdkern sind. Wohl wahr. Na gut. Dann bis dahin, ne?